Extra Chill. Der deutschsprachige Podcast für Musik aus der großen, weiten Welt der elektronischen Musik. Erlebt einen spannenden Mix aus Ambient, Chill-Out, Downtempo, Electronica und Lounge. Alle 14 Tage, nur hier bei Extra Chill. Ihr Lieben, es ist vollbracht. Heute, am 1. Oktober 2023, erscheint die 400. Ausgabe von Extra Chill. Puh, ich bin ziemlich stolz darauf, so lange durchgehalten zu haben, wenn ich ehrlich bin. Denn seit der ersten Episode, noch zusammen mit meinem Mitpodcaster Jürgen Sutter, sind sage und schreibe 16,5 Jahre vergangen, was in der schnelllebigen Internetwelt schon Ausmaße eines ganzen Zeitalters annimmt. Vielen Dank an dieser Stelle an alle Künstler und Künstlerinnen, an die vielen Projekte und Labels, die meinen kleinen Podcast so glanzvoll unterstützt haben und immer noch unterstützen. Die runden, dreistelligen Episoden waren nicht selten ganz besondere Folgen und auch heute erwartet euch etwas ganz Exklusives. Dass Extra-Chill-Episoden einem einzelnen Künstler oder Projekt gewidmet werden, begann mit Episode 100 vor ziemlich genau 13 Jahren, als Jürgen und ich die komplette Roughneck Selection von Phonogeri gespielt haben. Immer wieder gab es auch Auftragswerke. Das letzte Beispiel einer monographischen Episode war Folge 351, als Dottore Santafeo aus Italien eine durchgehende Musiksuite seiner Werke präsentierte. Und das Gleiche erwartet euch in wenigen Minuten auch, denn ich konnte Robert Selimovic mit seinem Projekt Nulix überzeugen, für den heutigen, ganz besonderen Anlass ein bislang unveröffentlichtes Set aus Eigenkompositionen zusammenzustellen. Nulix ist ein Stammgast hier bei Extra Chill. Zuletzt war Robert in Episode 397 dabei. Ich kam nach der Veröffentlichung dieser Episode mit ihm ins Gespräch und er hat sich sofort bereit erklärt, für die heutige Jubelfolge kreativ zu werden. Das Ergebnis heißt Cityscape und ist knapp 45 Minuten lang. Robert hat seinen Mix mit einer dynamischen Steigerung aufgebaut. Die erste Hälfte wird dominiert von Ambient Sounds, die dann von progressiveren, jazzig angehauchten Tracks abgelöst werden. Letztere entstanden übrigens in Zusammenarbeit mit dem Projekt Expose seines Freundes Igor Cuncic, der auch schon mehrere Auftritte bei Extra Chill hatte. Robert lebt in der kroatischen Hauptstadt Zagreb, die auch das heutige Themenbild ziert. Er ist seit den frühen 90er Jahren musikalisch aktiv in der Electronica-Szene. Der Startschuss war eine Auftragsarbeit für eine Theateraufführung im Jahr 1992 und seitdem veröffentlicht Robert seine Musik, die eine große Spannweite von verschiedenen Stilen aufweist, überwiegend über das eigene Label Groove Café unter groovecafe.com. Der Cityscape Mix bleibt aber ein exklusives Werk, das man nur hier bei Extra Chill erleben kann. Damit mache ich die Bühne frei und weise noch einmal auf meine Kontaktmöglichkeiten hin. Alle Infos, Links und sonstige Infos rund um meinen Podcast findet ihr auf der Homepage extrachillpodcast.de. Unterstützt mich bei meiner Arbeit mit Spenden auf meinem PayPal-Konto und oder mit Feedback aller Art. Schreibt Kommentare zu jeder einzelnen Folge in die Shownotes oder bei Soundcloud unter der Adresse soundcloud.com/extrachill oder E-Mails an extrachillpodcast@gmail.com. Und vergesst nicht, Robert und meine anderen Gäste und die Labels mit Geldspenden und oder dem Kauf der Musik zu unterstützen. So, damit bin ich mit meinem Gequatsche auch schon am Ende, ihr Lieben. Genießt dieses wunderschöne Auftragswerk von Nulix und vergesst nicht, meine Show mit euren Freunden und Bekannten zu teilen. Mehr Musik gibt es ab dem 15. Oktober, denn dann erscheint Ausgabe 401. Macht's gut und bis zum nächsten Mal hier bei Extra Chill. Nun zurücklehnen und die Seele baumeln lassen. Hier kommt Nulix mit seinem Cityscape Mix. Mehr Musik von Robert unter soundcloud.com/nulix.
Ladies and gentlemen, I'm only going to talk to you just for a minute or so this evening because I have some very sad news for all of you. Thank you.
extra 10.